fangt erstmal an damit, grob abwechselnd zu fangen. Ihr seid für die Scheibe zuständig, die, also wenn ihr keine Scheibe habt, seid ihr zuständig für die nächste, die kommt. Ist schon mal nicht schlecht. Und überhaupt, was ich noch gar nicht gesagt habe, was ziemlich wichtig ist, wenn man anfängt, die DC zu spielen, Feldtreffen. Es ist erstaunlich, wie schwierig das ist. Wir haben die ersten 2 Jahre nur damit zugebracht, darin besser zu werden. Fangt an, eure Würfe zu trainieren, sodass die stabil und sicher rüberkommen. Play in and play deep, also Feldtreffen und zwar schön weit hinten, ist da die Devise. Und das kann euch ziemlich weit nach vorne bringen, wenn ihr in Turnieren spielt.